Liebe Weinfreunde, ich bin Saskia, eure pfälzische Weinprinzessin und der Sommer ist bei uns in der Pfalz angelangt. Was bietet sich mehr an, als eine Sommerweinverkostung zu machen? Und natürlich bei den Temperaturen geht es raus in die Natur zu einem wunderschönen Picknick auf den Münzberg nach Gottramstein. Und wie ihr seht, heute bin ich nicht alleine. Ich habe mir den Wein- und Genussexperten Florian an die Seite geholt. Und Saskia, vielen Dank für die Einladung. Was gibt's Schöneres, wie jetzt im Sommer mit ein bisschen Wind hier zu sitzen an einem schönen gedeckten Picknicktisch und Wein zu trinken in der superschönen Pfalz? Ja, also ich würde sagen, für so einen schönen Picknicktisch sollte man am besten direkt mit einer Flasche Sekt anfangen. Und da haben wir heute den gelben Muscatella-Sekt vom Weingut Christian Häusler aus Rot. Und ich würde mal sagen, wir starten direkt. Neu ins Glas. Richtig. Und was machen wir als Erstes? Wir riechen erstmal rein. Was rieche ich da alles raus? Diese gelbfruchtige. Ja, so ein bisschen gelbfruchtig, exotisch. Super. Genau. Zum Wohl die Pfalz. Ja. Ich finde, das gibt sich auch wieder im Mund, diese Gelbfruchtigkeit. Dennoch ein bisschen die Säure dabei. Finde ich aber toll. Was es gut abstimmt. Genau, ein sehr schönes, süßes Säurespiel. Ja. Und vielleicht denken die meisten, bei so einem eher süßen Sekt sollte man auch was Süßes dabei essen, wie beispielsweise Erdbeeren, ein schönes Stück Kuchen, Schokolade. Aber probieren Sie doch mal vielleicht ein leckeres Stück Käse, was Herzhaftes, was Kräftiges, weil das teilweise wirklich auch diesen Sekt ganz gut umschmeicheln würde, würde ich sagen. Also ich habe Angst gehabt, als ich gelesen habe, extra trocken, und da weiß ich, da haben die Sekte so ein bisschen Restsüße. Aber dieses Bouquet von dem gelben Muscatella mit der Säure ist richtig belebend, muss ich sagen, und das für die jetzige Atmosphäre sensationell gut. Und der klassische Erdbeere, wir kennen es alle aus Pretty Woman, ja, das muss man nicht unbedingt haben mehr. Käse, selbst Oliven würden gehen, Frischkäse, also wirklich. So. Ein Allrounder für das Picknick. Das hast du super rausgesucht, Saskia. Und dann stoßen wir direkt nochmal an, man kann nicht genug anstoßen. Nach diesem gelben Muscatella-Sekt, der perfekt zum Einstieg war, gehen wir weiter zu einem klassischen Wein, einem Blanc de Noir vom Weingut Musler aus Bissersheim. Der Blanc de Noir ist aus Spätburgunder und Merlot. Ich frage mich immer, warum macht man Blanc de Noir? Es sind doch Rotwein. Warum macht man nicht aus dem Rotwein? Ein Rotwein. Naja, ich würde mal sagen, da sitzen wir gerade aktuell perfekt. Bei diesen Temperaturen ist manchmal ein Rotwein doch zu schwer, zu kräftig. Und selbst die eingefleischten Rotweintrinker haben dann manchmal so einen Widerwillen gegen Rotwein und suchen eine Alternative. Und da ist für mich ein Blanc de Noir perfekt. Es ist total interessant, weil ich so was pfeffrig-würziges habe. Es erinnert mich auch so ein bisschen an rote Paprika, das kommt ja alles eigentlich von dem typisch, von der Charakter von den Rotweinreben. Ja. Was würdest du dazu essen? Ich glaube, Wascht, definitiv Wascht. Pelzer Wascht. Und was ich bei dem Wein auch sehr spannend finde, ist, dass Weingut Musler empfiehlt, den auch als eine Art Sommercocktail. Alles darf sein, probiert's als Cocktail, probiert's solo. Das ist ein Wein, den man auf alle Fälle trinken muss, jetzt im Sommer zum Picknick mit euren Liebsten. Sensation. Ideal geeignet. Zum Wohl, die Pals. Ach Gott, ist bei uns schön. So. Der gelbe Muscatella-Sekt perfekt zum Einstieg. Mit dem Blanc de Noir vom Musler ging es weiter. Und nun sind wir bei den drei Trauben vom Heinrich Spindler aus Forst angelangt. Drei Trauben, Saskia? Drei Trauben, der Name spricht für den Wein. Ein Cuvée aus Riesling, Weißburgunder und Sauvignon Blanc. Also drei Rebsorten, die finde ich auch sehr gut zusammenpassen. Und man kann das mal so erklären, der Sauvignon Blanc, der bringt so ein bisschen die Frucht mit rein. Der Riesling, der bringt diese Mineralität, diese leichte Salzigkeit, die der Wein hat. Und der Weißburgunder, der elegante Weißburgunder, umarmt diese zwei Weine und macht es zu einer Einheit. Sensationell. Und das war nicht mal abgeprobt, das war nicht geprobt. Nicht geprobt. Zu diesem Wein entweder würzig oder doch tatsächlich süß, könnte man sich auch überlegen. Ja, das ist eher so ein bisschen Deluxe, was wir heute haben, was wir acht können in der Pfalz. Aber das bodenständische Schwademare, Leberwascht, Blutwascht,
das wird definitiv 8 dazugehen. Picknick in der Pfalz ist ein bisschen wie Urlaub und ich würde sagen, das ist das perfekte Schlusswort für unseren Picknicktag heute auf dem Münzberg hier oben und wir wünschen euch noch eine schöne Zeit. Probiert eure Weine durch und macht euer perfektes Picknick. Entweder klassisch pfälzig, wie vorne erwähnt, ein bisschen ja, Deluxer oder einfach nur eine gute Flasche Wein in der Natur reicht auch schon meistens aus. In dem Sinne, zum Wohl die Pfalz!